Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier mit den ganzen Gruppenanführern ein bisschen gesprochen und haben eine Bekannte aus dem Ödland, aus der Hauptstadt gefunden, die uns ein Rätsel aufgegeben hat, wo wir mit dieser komischen Brille hier einige Korks finden sollen. Also dieses Maskottchen-Ding, nehme ich mal an. Fotos von diesem Maskottchen. Also irgendwie ein Code drauf sein, den soll sie entschlüsseln und den soll wir ihr geben, dann gibt sie uns was und fertig. Ja, wenn euch der Part übrigens gefällt, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein, was ist das allgemein irgendwo hier? Ein Kommentar oder was auch immer. Und das Ding verschwindet einfach da unten. Okay. Zeig mal, ja. Korki im Heuhaufen. Ich muss die Korki-Brille tragen, die mir sehr, um die Korki-Codes sehen zu können. Oh Gott, die sind hier echt irgendwo versteckt. Gott, verdammt. Warte mal, vielleicht im Wasser. Tut schon irgendwie darauf. Was Gutes. Das kann ich spüren. Es wurde irgendwie so da rein sucht. Nuka Town, USA. Ist ja irgendwo ein Ort, wo ich reingehen kann, der so heißt. Sag mir nicht, ich muss die echt so finden. Was wird doch ewig dauern. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Fotos von diesen Dingen war das doch, ne? Da gucken wir noch mal, bevor ich irgendwie was. Ja, verstecken Korki-Bilder im Park zu öffnen. Jeden findet man einen Teil eines Codes. Okay, komm, der Empfänger von Nuka Cola. Ich muss die Korki-Übertragung sehr gebeten hat. Okay, Fotos. Die da bestimmt nicht einfach so ja rumliegen irgendwo. Irgendwo verschlossen sind die da bestimmt. Aber das kann ja ewig dauern so. Soll ich denn ja anfangen zu suchen, ey? Und er verschwindet einfach. Ja, wie soll ich denn die finden? Okay, er zeigt irgendwie da, also muss es irgendwie so hier sein. 40 Meter waren das noch. Irgendwo hier, ne? Kann ewig dauern, glaube ich. Ich mal gerne wissen, wie so ein Teil aussieht. Wenn hier so bunt ist oder irgendwie so was. Wenn man das sehr leicht übersehen kann. Wäre es auch für eine Zeitverschwendung, ja. Möchten. Dauert ewig, bis ich das in den Part finde. Jemand ein Foto? Ja, ich glaube, ich sollte die Offscreen suchen. Weil das wird. Ich kann jetzt nicht hier eine halbe Stunde rumlaufen. Ne. Die werde ich Offscreen suchen. Nein, ich werde nicht nachgucken, wo die sind. Aber das dauert so ein ewig. Deswegen werde ich irgendwann mal die Zeit nehmen, die Offscreen zu suchen, weil. Nee. Das dauert doch ein ewig, echt. So. Was haben wir denn noch hier? Boah, leck mich schon mal. Wo zum.
Vor allem, ich erkenne irgendwie auf der Karte nicht, ob ich die Sachen erkundet habe oder nicht. Egal. Was haben wir denn noch so für eine Story-Mission oder so? Irgendwas hier machen. Säubern den Ausbereich in Coca-Cola Apfelanlage. Säubern den Innenbereich. Von muss die säubern, den Bereich zu sichern. Oder das? Medaille muss ich auch noch. Was? Ah, okay, Gage, komm mal her. Ich weiß schon lange nicht mehr, wer du bist. Ach da, hallo. Knopf, Knopf. Okay. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Colter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Alles, was das Licht beäugt. Wenn ich hier wirklich die Show mache, sollten wir anfangen. Das ist genau die richtige Einstellung. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut. Also man hat ein Luftschiff, ein Labor unter der Erde, eine riesige Burg. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja, oh, ist nichts, was das hoffe ich wirklich. nicht schon gemacht hätte. Ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also, die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Mich mag jeder. Keine Sorge. Mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ah, eigentlich bist du schon der neue Oberboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Treff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du der Richtige für den Job bist. Was ich so höre, hast du schon die ersten Schritte unternommen. Red einfach mit den anderen Anführern. Glätte die Wogen und die Sache läuft. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Okay. Habe ich da schon ein paar. Boah. Ist irgendwo ein blödes Foto, wenn ich schon dabei bin. Ist eine Kamera. Fast. Ist hier irgendwo ein Foto? Komm schon, komm schon. Wir sind schon mal eins.
kann ja nur die Codes noch nicht sehen, ne? Fusionskern. Aber was Ruhe. Ach, kann man da was einlagern? Oder ist das hier? Bist du sicher, dass das funktioniert? Was, wenn wir den Prozessor überlassen? Reiter, Mann. Könnte durchbrennen. Dann verwerten wir ihn wieder. Glaubst du, irgendwer wird diesen Roboter vermissen? Gib mal den Schraubenzieher. Wenn die Persönlichkeitsverbesserung funktioniert, gibt es im Park nichts Lustigeres. Mann, ich will sehen, wie die anderen reagieren, wenn sie versuchen, mit dem Ding zu reden. So. Alles fertig. Ein leicht raiderisierter Roboter bereit für den Einsatz. Okay. Mach die Radios hier nicht an, verdammt. Ach, habe ich schon, ja. Wollte schon sagen. Ja, dann gehen wir kurz und ich mit dem Boss auch noch. Weil warum nicht? Wegen Story und so. Coca-Cola. Für den Kick. Wir gehen gerade nochmal von Chip und Chap. Für Coca-Cola. Für den Kick. Für Coca-Cola. Was? Sehr gut, wer ist Mason? Ich finde die Dialogoptionen in diesem Addon bis jetzt richtig gut. Keine Sorge, mich mag jeder. So wie in Real Life. Ja. Ah, schön. Irgendwie haben sich das Gefühl, die Ladezeiten sind ein bisschen länger. Und ausgerechnet damit ich das mal anspreche, sonst natürlich nicht so lange. Bist du scharf? Ach so, wollte schon sagen, bist du scharf, so wie ein Schaf. Kannst du mal mit Max reden oder so? Du meintest, wir dürfen keinen von ihnen töten, also sei ehrlich. Musstest du Schlange stehen, um mich sehen zu dürfen? Nein, ich bin einfach hierher gekommen. Ganz genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir damit auf die Nerven zu gehen. Brauchst du Hilfe, um deinen Platz hier zu finden? Nein. Nein, es geht schon. Es gibt jede Menge Halsbänder in den Zwingern, falls du es nicht hinkriegst. Wenn du was fangen willst, und bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Ich schicke dir meinen Lebenslauf und Referenzen. Was zum Teufel ist ein Lebenslauf? Genau, mein. Ist egal. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer. Dann kann man jemand die Hunde abstellen. Ich werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Das Rudel? Wie passend. Ihr stinkt wie Tiere. Ha, den habe ich noch nie gehört. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Ich habe Pläne für diesen Ort. Wirst schon sehen. Vielleicht kannst du ja wirklich was. Aber wir dachten auch, dass Coulter etwas kann. Und jetzt liegt er in seinem eigenen Blut. Versteh mich nicht falsch. Wegen mir. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Die Dinge könnten schlimmer sein, glaub mir. Das habe ich gesehen. Dein Scheiß, Einstein. Das haben wir alle. Ja, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt. Ich bin gerade, dass der vollen Schnurrbart hat. Findet der Coulter erledigt. Du kannst mir vertrauen. Ich werde ein guter Anführer sein. Nichts für ungut, aber du bist gerade erst angekommen. Mal sehen, was du drauf hast. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Ja, du sprichst auch mit anderen Banden. Ich
Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Irgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich, Boss. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das ist ein einfaches Naturgesetz. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie hältst. Ja, sag doch mal jemand diese blöden Hunde. Treue ist keine Einbahnstraße. Die verarschen, die ziehen sich gar nichts ab. Aber was passiert, wenn ich jetzt 10 Stunden warte? Ist das ein Gula? Gulrilla, was? Boah, geil, die greifen sich immer wieder gleich an. Okay. Oder ich hab's abgeschlossen. Okay, wo ist die eine Mission? Kommt jetzt zu dem zurück. Nicht heraus. Ja, nein. Abkürzung. Aha. Ich glaube, im letzten Part irgendwie dem reden können, hätte ich halt irgendwie so einen Namen gegeben, so der Bandenname. Weiß ich nicht. Das Treffen mit den drei Banden. Oder irgend so einen epischen Scheiß. Okay. Wenn da nicht für Menschen natürlich sorge ich, was alle gut oder nichts ausrichten kann. Nein. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie alle Orte hier in Nuka World erkunden, nur damit ich irgendwie, weil ich irgendwann die Story mache und dann nochmal zu den Orten hingehen muss. Wäre dann voll nervig. Mach ich lieber die Quest und weiß nicht, tu alles auf dem Weg dahin erstmal erkunden und was weiß ich. Wahrscheinlich werde ich da sowieso irgendwann den landen. Ja, mach hin. Den ganzen Tag, ich will das Spiel noch dieses Jahr, nee, dieses Jahr werde ich das nie im Leben abschließen. Dann werde ich ja jetzt noch 28 Tage. In 28 Parts werde ich das Spiel nie im Leben schaffen. Was? Boah. Sie war Nira, genau. Also, sie. Weil sagen wir nicht, dass da reingegangen. Die sind, weiß nicht. Ja, nochmal hieß irgendwas Cage, was weiß ich. Was weiß ich, wie Ort nochmal hieß. So. Ja, das weiß ich. Und der ist motherfucking da reingegangen. Fitztop Grill. Grill, Grille. Oder Grille. Ich wollte versuchen, so ein Grillengeräusch nachzumachen. Ich kann es nicht. Habe ich festgestellt. Erdmarken. Oh, Kronkorken. Okay, hier könnte natürlich auch ein Foto sein, ne? Oh, wo ist denn der? Boah. Na klar. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ha? Ha? Schon wieder Musik irgendwo. Muss schon wieder nicht wahr sein. Kann ich hier eine Basis einrichten? Ja, oder so. Wo ist der PSH? Was? Warum müssen der jetzt wieder? Boah, die haben jetzt den Weg hier vorgeschlagen, oder? Boah. Leck mich am. Also ich hasse, wenn wer fester Spiele machen. Ich sagen halt immer so einen komplexen Weg hier, wenn irgendwas über eins oder irgend sowas. Aber nur so dahin kommt.
man eigentlich einen Auftrag nehmen kann. Ah. Na gut. Ja, der ist eiskalt hier, ey. Haben wir immer gesagt, ich muss irgendwo rein. Der Oberboss kehrt zurück. Ah, du bist in einem Stück zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Ist alles okay mit unseren netten Psycho-Nachbarn? Hoffentlich hast du ihnen nicht zu viel versprochen. Klar, etwas Übertreibung gehört dazu, aber sie sollten es dir nicht übel nehmen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Mach ich aber. Alle Banden sind dabei. Ich wusste, dass du das zeigst. Dabei. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, Boss. Es gibt viel zu tun. Das Ding ist riesig. In Abschnitte unterteilt. Parks, wie auch immer die früher genannt wurden. Wir müssen sie uns wiederholen. Einen nach dem anderen. Jeder Abschnitt, den wir sichern, gibt uns mehr Raum zum Atmen und mehr Ressourcen. Du besetzt einen, indem du eine Flagge für eine der Banden aufstellst. Dann gehört er dir. Wer was bekommt, entscheidest du. Die Bande, die ihn kriegt, freut sich natürlich. Aber die anderen könnten neidisch. Oh nein. Weißt ja, wie das läuft. Eine Flagge aufstellen? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Schau, wenn du das jemand anderem überlässt, prügeln sich die Banden darum, wer den Platz verdient hat. Viele dieser Trottel können nicht lesen. Also muss es eindeutig sein, damit sie mitmachen. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Das wär's. Schön einfach, oder? Gewöhn dich noch etwas ein, wenn du willst. Dann legen wir los. Und hey, wir machen das gemeinsam. Also kann ich auch alles geben. Wenn ich auf dich aufpassen soll, sag Bescheid. Ein bisschen Begleiter? Das ist eine sehr gute Idee, Gage. Wir haben eine Abmachung. Du bist der Oberboss. Okay, cool. Hab ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich uns anschließe. Sehr gut. Au, 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 au. So, ich muss mal jetzt gucken, wie viele es gibt. Ich sollte vielleicht machen. Apfelanlage, Safari Adventure, Kitty Kingdom. Weiß eine Bande der Galactic, so und so. Also kann ich nicht jeden was geben, ne? Gibt's fünf Dinger. Ja, das heißt, ich muss viel töten in den nächsten Parts. So. Okay. Jetzt mal dahin gehen, das hat noch nichts mit der Quest zu tun. Ja, wir haben fünf Dinger, das heißt, ich kann theoretisch jeder Bande eins geben. Ja, einen Moment mal. Wenn ich jeder Bande eins gebe, dann sagen wir mal, ich gebe, boah, wie soll ich erklären? Wir haben fünf Dinger, die wir verteilen können. Eine, eigentlich A, B und C bekommt ein Ding. Und dann gebe ich B und C zum Beispiel. Dann haben wir zwei Banden, genau gleich viele. Achtung, eine Durchsage. Oder? Alle Teilnehmer des Nuka-Cola-Wetttrinkens müssen ihre Scharfen ersatz. Ist er dann, weiß ich nicht. Interessant. Ich werde noch keine einzige Flagge platzieren. Ich werde erstmal die Orte säubern, dann werde ich entscheiden, wer welche Flagge kriegt. Wo machen wir das? Ne? Und dann weiß ich nicht. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie friedlich alles zu lösen, so wie ein Fahrer. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Oh, nee. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Hi. Wo? Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Ich hab das mal drauf. Nuka-Lurk. Also, lehnen Sie sich zurück.
zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Das passt irgendwie ja nicht so, diese Stimme. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042, als unser Firmengründer John Caleb Bradford am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Okay. Haben wir den Erfinder? Er sieht genauso aus, oder? Gut. Cool. Oh, du machst, wenn ich Schlösser aufmache, dann verstehen wir uns. Das werde ich sehr oft jetzt machen. Wenn ich mal wieder ein Ding. Boah, weil ich hatte schon einen Schuss. Wesen ist so stark. Wo ist denn Kate schon wieder? Ah, das ist als Begleiter und schon verpisst er sich hier, oder wie? Leiden ist er. Auf. Wesen sind die Gegner jetzt nicht mehr so ein Problem. Was er Schaden? Aufgepasst. Ich nehme sehr gerne die teuren Sachen für dich. Na, du weißt noch nicht, wie es hier abläuft, glaube ich. Was für ein Ding? Ich nicht, Ding ist ja noch radioaktive Waffe. Habe ich die hier? Ja, mein Gott. Die macht auch ordentlich Schaden. Bist du? Immer noch? Oh. Ich stehe auf Arschlöcher. Arschlochlecken ist voll geil. Hinter dir. Oh, wie ekelhaft. Abortion. So. So knackt man Eier im Ödland. Du stirbst. Und du stirbst. Ja, das Ding war größer als das Ei. Oh. Alter. Ach, schon wieder von hinten angegriffen. Was hat? Auf, nein. Meinen so eine Kugel wird den vielleicht treffen. Ist echt. Ja, das wird eine Weile hier dauern, ne? Aber egal, ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.